Studio VfL-Fans, wir sind hier auf der Terrasse des See- und Sporthotels angekommen. Die Sonne geht langsam unter und bei mir sitzt unser Neuzugang Otschi Vriet. Otschi, anstrengender erster Tag im Trainingslager. Danke, dass du dir die Zeit dazu genommen hast. Kein Thema. Noch zu sitzen und an der Stelle auch nochmal Happy Birthday, denn das darf ich an der Stelle sagen. Du hast heute Geburtstag. Ja, genau. Lieber, hat die Mannschaft für dich gesungen? Die Mannschaft hat für uns gesungen. Der Maxi hat ja auch noch Geburtstag. Ja, war sehr schön. Schöner Moment für mich auch. Gab es ein Stück Kuchen, oder? Ein Stück Kuchen gab es tatsächlich vom Hotel zum Mittagessen. War auch sehr lecker. Die Ausnahme konnte ich jetzt machen. Ach, cool. Dass ich jetzt mal einen Kuchen essen durfte. Den hast du auch, glaube ich, so wie ich es gehört habe, in den sehr anstrengenden Trainingseinheiten heute direkt wieder verbrannt. Lass uns kurz, gib uns einen Einblick, wie hart war der Tag? Ja, heute war schon intensiv, hatten zwei Krafteinheiten und auch zwei Einheiten auf dem Platz. Ja, es geht schon richtig zur Sache, aber ich glaube, dass es auch wichtig für die Saison ist, sich die Körner jetzt hier zu holen. Das klingt gut und so wie ich es gehört habe, wie der Trainer heute sagte, wird es, glaube ich, morgen noch mal härter. Ja. Also da ist das Interview heute hier entspannt für dich. Ja, das stimmt, das stimmt. So soll es auch weiter sein. Wir sind hier, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, Otschi. Wir gucken noch mal auf deine fußballerischen Werdegang bisher. Du kommst aus Hamburg, bist auch da geboren. Ja, hast da auch deine ersten Schritte im Fußball gemacht. Erzähl mal, wie kamst du darauf, Fußball zu spielen und wann war dir eigentlich bewusst so, ich glaube, das verfolge ich jetzt ein bisschen intensiver. Ja, ich habe, glaube ich, mit 5 angefangen, im Verein zu spielen. Durch einen guten Freund damals, mit dem ich im Kindergarten war. Der ist dann halt immer nach dem Kindergarten dann direkt zum Fußballtraining gegangen. Und dann, unsere Eltern haben sich dann auch gut verstanden. Und dann bin ich dann irgendwann mal mit. Mir hat es dann halt auch dort sehr gut gefallen. Und ja, so bin ich dann zum Fußball gekommen. Du hast mal irgendwann gesagt, dass du auf Asche groß geworden bist, so als richtiger Straßenfußballer. Inwieweit hat dich das auch jetzt in deinem Werdegang dann geprägt? Auf jeden Fall sehr. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie im Käfig groß wird, geht es halt auch um Gewinn. Man kann seine eigene Spielweise irgendwie durchdrücken. Es gibt keinen Trainer, der dir irgendwas vorschreibt, sondern du spielst einfach nach Gefühl. Und ich glaube, dass mich das bis heute prägt in meiner Spielweise. Wie schwer war das dann, sich dann in diese Mannschaften dann auch einzugliedern, wenn es dann so in die Richtung Profifußball ging? Denn du hast ja dann den Wechsel zum FC St. Pauli vollzogen und da dann deine ersten Schritte auch im Profifußball quasi gemacht, geschnuppert. Und dann auch irgendwann gemerkt, es geht nicht weiter. Wie waren diese Momente für dich, zu merken dann, dass das System dann doch irgendwie einen in eine Richtung formen will? Ich glaube, am Anfang war es dann halt natürlich schon eine Umstellung, aber das Training bei St. Pauli war sehr gut in der Jugend. Es war schon damals sehr, sehr professionell für mich als kleiner Junge, sag ich jetzt mal, was mir natürlich dann halt auch sehr geholfen hat. Leider hat es dann bei St. Pauli nicht geklappt, aber ich bin froh, dass es dann dennoch durch einen Umweg irgendwie in den Profifußball geschafft hat. Du hast ja mal irgendwann gesagt, habe ich auch gelesen, alle Wege führen zum Glück. Der Weg ging ja dann über den Lüneburger SK zu uns, zum VfL. Ja. An die Saison können wir uns alle auch noch sehr gut erinnern, 2016, 2017. Ja, was hast du für eine Erinnerung an die Zeit bei uns damals? Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Ich glaube, sonst wäre ich nicht nochmal hier. Konnte sehr, sehr viel mitnehmen von Trainern, von Spielern, wozu ich heute noch Kontakt habe. Ich glaube, ich bin damals als junger Spieler hier hingekommen. Komplett unerfahren gewesen im Profifußball, aber hatte eine super Mannschaft um mich, die mir immer geholfen haben. Am Anfang war es dann halt auch eine sehr, sehr große Umstellung für mich, aber ich glaube, dass ich das mit jedem Spiel dann immer besser gemacht habe und eine erfolgreiche Saison hier hatte. Das ist so, genau. Und dann kam der Wechsel, für einige überraschend. Dann bist du gewechselt zum FC Bayern, zu U23 des FC Bayern. Für einige war das damals sehr überraschend, weil die eine Liga tiefer gespielt haben. Wie kam das mit der Entscheidung, das zu tun? Und dann kam ja tatsächlich aber, ich sag mal, auch 2 Profispiele dann, wo du zum Einsatz gekommen bist. Das heißt, du durftest da ja auch richtig die spannende FC Bayern-Luft schnuppern. Das stimmt. Ja, damals das Angebot bekommen, hab's mir angehört. Und wenn halt ein so großer Verein wie FC Bayern anklopft, ist das dann halt immer schwer, Nein zu sagen. Die Perspektive, die mir damals aufgezeigt haben, war sehr, sehr gut. Dass der Weg zu den Profis halt schwer ist, aber nicht unmöglich ist. Für mich als Stürmer, die hatten bei den Profis zu der Zeit nur einen Stürmer. Also war es dann, ich will jetzt nicht sagen relativ leicht, aber durch gute Leistungen nicht so schwer, dann halt irgendwie oben dann mal anzuklopfen. Ja, ich glaube, ich habe auch nach 2 Monaten dann mein Debüt dort gegeben, was relativ schnell war, konnte halt durch das Training bei den Profis sehr, sehr viel mitnehmen. Und auch bei der U23 konnte ich mit
guten Trainern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Tobi jetzt, den ich im ersten Jahr hatte, wo man sich dann halt auch als Spieler sehr entwickeln konnte. Drittligameister, ich glaube, Torschützenkönig warst du damals auch, ist auch sehr für Aufsehen gesorgt. Ja, wie war das dann auch mit den, ja, ich sag mal, Champions League Spielern zu trainieren? Ist das dann im Training doch nochmal anders, wenn man da als U23-Spieler hochrutscht in diese Mannschaft? Ja, auch wenn ich jetzt an mein erstes Training denke, mit was für Spielern man da in der Kabine rumhang und ja auch auf dem Platz zusammenspielen konnte, das war natürlich eine sehr, sehr große und coole Erfahrung für mich, von dem mir was abschauen zu können. Das Niveau war natürlich sehr, sehr hoch, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man konnte besser werden dadurch, sich Tipps abholen und wovon ich heute noch profitiere. Dann der Weg nach Holland, zu Tilburg und dann wieder weiter in den Norden, näher in die Heimat, so würde ich es jetzt formulieren. Wie würdest du selber sagen, dann der Wechsel zu Holstein Kiel? War es dann auch die Nähe zu Hamburg, die da entscheidend war am Ende? Ja, auch. Ich wollte unbedingt wieder in Deutschland Fußball spielen, weil es mir dort auch sehr gefallen hat. Und ja, mit Kiel konnte ich dann halt auch damals einen Verein vorfinden, die eigentlich immer oben mitgespielt haben. Zweimal in der Relegation waren, für offensiven Fußballspielen stehen. Und es hat da alles gepasst, war dann halt auch wieder näher an der Familie und an den Freunden von Hamburg. Und ja, deswegen habe ich mich damals zum Wechsel entschieden zu Kiel. Dann kommen wir dann vielleicht auch gleich zum so ein bisschen Persönlichen, dass wir auch einen persönlichen, näheren Einblick kriegen. Wer ist eigentlich Otschi Vrid? Ich habe es gerade schon gefragt, so die Nähe zu Hamburg, Familie. Was bist du für ein Typ? Wie würdest du dich selber beschreiben, wenn man sagen würde, wer ist eigentlich Otschi Vrid? Was bist du für ein Typ, Mensch? Ja, ich glaube, ich bin ein lockerer Typ, der eigentlich immer gut drauf ist, stetig mal für einen Lacher sorgt oder so. Ich würde mich jetzt nicht als Clown bezeichnen, aber eigentlich einer, der immer gute Laune hat, versucht dann halt auch die Mannschaft mit guter Laune zu versorgen und das halt auch einen Platz zu verspüren. Und ja, so würde ich mich jetzt beschreiben. Hast du viele Freunde im Fußball oder viel außerhalb? Wie wichtig ist dir das, der Mix auch an der Stelle? Ich habe auch viele Freunde, sage ich jetzt mal, innerhalb des Fußballs. Durch die Mannschaft, wo ich gespielt habe, da hat man halt immer Freunde kennengelernt. Einen engeren Freundeskreis in Hamburg, sage ich jetzt mal, mit den Freunden, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin. Da haben wir halt bis heute noch eine enge Bindung, die mir jetzt auch sehr, sehr wichtig sind und mich jetzt auch dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Welche Werte sind dir da wichtig? Also du hast gerade schon gesagt, Freunde, enge Freundschaften, auch langjährige Freundschaften. Was prägt dich sonst noch? Was für Werte sind dir wichtig im Leben? Ja, ich glaube, wichtig ist für mich, dass man immer 100% gibt, sage ich jetzt mal. Immer Gas gibt, eigentlich sein Leben auf den Platz lässt, sage ich jetzt mal, im fußballerischen Sinne. Und auch generell, dass man immer für die Freunde da sind, für die Freunde da ist. Eigentlich immer mit einem guten Gefühl ins Leben geht. Und ja, was wichtig für mich auch ist, ist, dass man alles positiv sieht. Auch selbst wenn es mir mal schlecht geht oder so. Es gibt Leute, denen geht es halt noch schlechter. Und man sollte alles zu schätzen wissen. Und das sind wichtige Werte für mich im Leben. Das kann ich tatsächlich bestätigen, das ist eine perfekte Selbsteinschätzung, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und du bist so unfassbar positiver Mensch, das sprichst du echt in jeder Sekunde des Tages immer raus und das hast du dich sehr zutreffend selber beschrieben. Ja, danke. An der Stelle auch das Leben auf den Platz zu lassen, ist eine spannende Formulierung, was sicherlich die VfL-Fans auch sehr gerne oder überhaupt Fußballfans sehr, sehr gerne natürlich hören, wenn die Jungs auch alles für die Mannschaft geben. Vielleicht noch mal eine Frage, die eigentlich eher, in einem Bewerbungsgespräch gehört. Wenn du jetzt mal so 10, 15 Jahre weiterdenkst und dich dann mal anguckst und vielleicht auch auf die Zeit zurückblickst, was möchtest du dann auf jeden Fall erlebt haben und wo siehst du dich in der Zeit? Wo ich mich jetzt in 10 bis 15 Jahren sehe, was ich erlebt haben möchte, glaube ich jetzt, ich habe schon vieles erlebt, sage ich jetzt mal, auch viele schöne Sachen. Ich würde die gerne weiterleben, wenn ich jetzt an den VfL denke. Würde ich noch gerne schöne Momente mit dem VfL erleben. Dass wir alle unsere Ziele erreichen, dass wir den Fans auch schöne Momente schenken. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren lief es beim VfL auch sehr gut. Jetzt mit dem Aufstieg halt, dass man wieder zweite Liga spielen darf. Das habe ich selber jetzt auch noch nicht erlebt mit dem VfL. Und darauf freue ich mich sehr. Und ja,
in 10, 15 Jahren, weiß ich nicht, was bis dahin passiert. Auf jeden Fall, dass ich noch weitere schöne Momente im Fußball, im Vereinsfußball und jetzt auch bei mir mit der Nationalmannschaft erlebe. Genau, Thema Nationalmannschaft hatte ich auch noch auf der Agenda. Da hast du selber die perfekte Überleitung gegeben. Auch das fehlt noch in deiner Karriere. Du hast sehr viel gemacht, sehr viel im Süden des Landes, in Holland, jetzt wieder im Norden. Und Nationalmannschaft spielst du für Ghana, auch jetzt gerade noch abgestellt gewesen. Ja, lass uns mal daran teilhaben, was ist das für ein Gefühl, fürs eigene Land zu spielen und warum ist es so besonders? Also, gib uns mal einen Einblick. Ja, ich glaube, wenn man für eine Nationalmannschaft auflaufen darf, ist das immer ein schöner Moment, auch besonders für die Familie, wenn man denen etwas zurückgeben kann, auch den Menschen im Land. Ja, ich konnte schöne Momente erleben, wie zum Beispiel bei den WM-Playoffs, wo ich dabei war, wo wir uns für die WM qualifiziert haben und dann halt im Land dann mit dem Bus rumgefahren sind und ja, alle Menschen sich sehr gefreut haben für uns. Ja, das war halt natürlich schon ein toller Moment und ja, was ich mir noch wünsche, ist, dass ich auf jeden Fall beim großen Turnier irgendwann dabei bin, das dann halt auch mitnehmen kann, die Erfahrung dann halt auch dann mitnehmen kann und ja, dafür gebe ich jetzt Gas. Ja, das hören wir doch sehr gerne, das ist auch das perfekte Schlusswort. Lieber Otti, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir ja eine gute Vorbereitung weiterhin, dass du weiterhin Gas gibst. Dankeschön. Verletzungsfrei bleibst und vor allem das Trainingslager hier in Ankommen gut übersteht. Ja, danke. Da erstmal eine gute Regeneration und ja, an die VfL-Fans, euch auch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.